Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute werden wir uns mit der multiplen Regression beschäftigen in diesem Exkursvideo. Bevor wir klären, was sich dahinter versteckt, lass uns erstmal schauen, worin die Unterschiede liegen zwischen einfacher Regression und Mehrfachregression. Wie der Name schon verrät, haben wir bei der einfachen Regression eine abhängige Variable und natürlich auch eine unabhängige Variable. Das kennt ihr aber schon aus dem vergangenen Tutorial. Viel interessanter ist es, wie beschreibt man denn die Mehrfachregression? Die Formel dafür könnte lauten, y ist gleich eine Funktion f von mehreren unabhängigen Variablen. Hier gekennzeichnet durch x1, x2 bis xn. Auch hier haben wir wieder eine abhängige Variable. Die Nutzung der Information aus zusätzlichen unabhängigen Variablen im Rahmen eines Regressionsmodells kann helfen, die Schätzung zu verfeinern und somit genauere Vorhersagen zu treffen. Wie schaut jetzt nun so ein Regressionsmodell aus? Aus der linearen Einfachregression ist uns bekannt, dass die Funktion lautet y ist gleich b plus ax plus epsilon dem Fehler. Wenn wir uns jetzt die Funktion für das Mehrfachmodell anschauen, dann entdecken wir gewisse Parallelitäten. Wir ersetzen die Regressionsparameter aus dem Einfachmodell a und b lediglich durch ein Beta 0 und Beta 1 und wir erhalten die gleiche Funktion. Für jede weitere unabhängige Variable kommt ein Beta 2, Beta 3 sowie ein x2, x3 hinzu. Das geschätzte Regressionsmodell wird dann immer mit einem y-Dach geschrieben. Und die Parameter Beta werden durch den Buchstaben b ersetzt, ansonsten bleibt alles gleich. Und natürlich haben wir den Fehler epsilon nicht mehr. Wir wissen nun, wie so ein Regressionsmodell ausschaut. Und jetzt gehen wir das Ganze mal an einem Beispiel durch. Und zwar möchte die Firma Darmaps gerne die Fahrtzeiten ihrer Mitarbeiter prognostizieren. Im Wesentlichen hängen davon zwei Einflussfaktoren ab. Das wäre nämlich die gefahrene Strecke des Mitarbeiters in Kilometer und die Anzahl der Lieferungen. Je mehr Lieferungen der Paketservice hat, umso mehr Fahrzeit benötigen die Mitarbeiter. Im Folgenden arbeiten wir mit den vier Samples, die hier in dieser Tabelle aufgelistet sind. Dann gehen wir mal eine Folie weiter. Und zwar führen wir jetzt den Begriff der Multikollinearität ein, denn es kann sein, dass sich die Variablen auch untereinander gegenseitig beeinflussen. In unserem Beispiel, je mehr Pakete der Mitarbeiter auszuhändigen hat, umso mehr Strecke wird er auch zurücklegen. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und schauen, was passiert, wenn man noch mehr unabhängige Variablen hat, die mit einfließen. Wie wir sehen können, haben wir dann auch mehr gegenseitige Beeinflussungen untereinander. Hier gekennzeichnet durch die roten doppelseitigen Pfeile. Ein Beispiel für die Multikollinearität wäre, wenn ich mir ein Essen zubereite und da jetzt Meersalz und Jodsalz reinkippe, dann schmeckt es am Ende salzig. Das ist mein Output y. Wenn mich aber jetzt einer fragen würde, dass ich Meer und Jodsalz rausschmecken müsste, dann könnte ich das nicht, denn beides schmeckt irgendwie gleich. Wie auch bei der Einfachregression müssen Parameter geschätzt werden für das Regressionsmodell. Da wir es mit multivariaten Datensätzen zu tun haben, arbeiten wir mit Vektoren und Matrizen. Tja, dann lass uns mal zwei Matrizen aus diesem Datensatz machen. Groß X sei die Matrix der unabhängigen Variablen und klein Y der Vektor für die abhängige Variable, für die Fahrzeit. In der zweiten Spalte der X-Matrix haben wir die Werte für die erste unabhängige Variable, x1. Und in der zweiten, der letzten Spalte, haben wir die Werte für x2. Die Frage ist nur, wie die ganzen Einsen in der ersten Spalte zustande kommen. Die Antwort ist einfach, denn in unserer Schätzungsfunktion haben wir noch eine Konstante, die wir herausfinden wollen, und dafür sind die Einsen gedacht. Mittels folgender Formel können wir die gesuchten Parameter berechnen. Und zwar ist Beta-Dach, das sind die Parameter in einem Vektor zusammengefasst, gleich dem Produkt aus x', das ist also die transponierte x-Matrix, multipliziert mit der x-Matrix. Das Ganze invertieren wir, darum das hoch minus 1. Das rechnen wir dann wieder mal x' und das Ganze multiplizieren wir dann mit dem Vektor für die abhängigen Variablen y. Das sieht kompliziert aus und es ist auch nicht sehr schön, das Ganze bei Hand auszurechnen, aber wofür hat man heutzutage denn Computer, die das für einen machen? Und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Eine Matrix zu transponieren bedeutet, die Zeilen und Spalten zu verdrehen. Man erhält Folgendes heraus. Das multiplizieren wir dann miteinander. Die Reihenfolge ist dabei wichtig. Zuerst x' mal x und nicht umgekehrt. Und wenn das gemacht wurde,
Dann wird die Matrix invertiert, sprich hoch minus 1 gerechnet. Die invertierte 3x3 Matrix nehmen wir gleich mit rüber auf die nächste Folie. Gemäß unserer Formel für Beta Dach multiplizieren wir unsere invertierte Matrix mit der transponierten X-Matrix. Das Ergebnis davon multiplizieren wir mit dem Y-Vektor. Und fertig ist unser Schätzungsvektor Beta Dach. Es ergibt sich folgendes Regressionsmodell. Dann wollen wir dieses Tutorial nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich verabschiede mich und wir sehen uns im zweiten Teil wieder.